Herzlich willkommen bei Projekt Mundorfs Asthma Physik Astro TV. Im heutigen Video soll es weiter über den offenen Sternhaufen Messier 18 gehen. Nachdem ich im ersten Teil zu Messier 18 über die Eigenschaften dieses Sternhaufens gesprochen habe, möchte ich im zweiten Teil zu Messier 18 über die Beobachtung dieses Sternhaufens sprechen. Also, wie ich im letzten Video mal kurz angedeutet habe, ist Messier 18 4600 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und aufgrund dieser großen Entfernung ist es natürlich nicht möglich, die einzelnen Sterne von diesen Sternhaufen mit bloßem Auge beobachten zu können. Daher muss man andere Möglichkeiten nehmen, diesen Sternhaufen zu beobachten. Also wenn man es mit dem Fernglas macht, wäre es am einfachsten, zuerst Messier 17 aufzufinden und dann leicht nach Süden zu zielen oder Messier 24 aufzufinden und ca. 2 Grad nach Norden zu zielen. Also weil, wie ich es ja im letzten Video erklärt habe, befindet sich Messier 18 zwischen Messier 17 oder anders genannt Omega-Nebel und Messier 24 von der Lage am Himmel her gesehen. Diese drei Messier-Objekte liegen auch sehr dicht zueinander. Also so am Himmel halt. In Wirklichkeit ist Messier 24 viel weiter entfernt von der Erde als Messier 18. So. Oder am besten wäre es aber, wenn man Messier 18 mit einem kleinen Teleskop beobachtet. Weil der Sky-Katalog 2000 zählten diesen Sternhaufen ca. 20 Mitgliedern, also 20 Sterne werden da aufgezählt. Und dann wirkt das Ganze auch sehr sternarm und dieser Sternhaufen ist daher auch nicht besonders konzentriert. Deswegen ist ein kleiner Teleskop da am besten, wenn man das dann noch so schön sieht, dass es sich um einen Sternhaufen handelt, wo die Sterne trotzdem noch sehr dicht beieinander liegen. Weil wenn man das jetzt mit einem großen Teleskop würde machen, hätte man natürlich auch ein großes Bild vor sich. Und dann wäre ein Stern da, der andere Stern wäre da, der andere Stern wäre da und dann hätte man ein ziemlich unbeeindruckendes Bild. Also es wäre dann nicht so schön. Deswegen ist es am besten, wenn man ein kleines Teleskop nimmt oder ein Fernglas nimmt. Jahreszeitlich betrachtet ist es am besten, Messier 18 im Sommer zu beobachten, wenn der Sternbildschütze am Abend über den südlichen Horizont erscheint. So, das war's dazu. Ich hoffe, dass euch der zweite Teil zur Messier 18 genauso gut gefallen hat wie der erste Teil, auch wenn es ein Stückchen länger war. Na gut, habe auch ein bisschen mehr geredet. Lasst gerne ein Like da oder ein Abo da und ich freue mich dann schon, wenn ich ziemlich bald mein nächstes Video präsentiere. Ciao. Herzlich willkommen.